Ich glaube schon. Ist sicher der beste Saisonstart im dritten Jahr, dass ich da bin. Es war eine gute Vorbereitung. Bin ich glücklich, nicht nur für die Resultate, sondern auch von dem Fußball, das wir gezeigt haben, trotz dass viele Wechsel in der Mannschaft waren. Aber die Mannschaft spielt schon, sagen wir, eingespielt auf dem Platz und darum bin ich glücklich. Die Freude ist, mit Spielern zu arbeiten, mit dem Staff zu arbeiten, die will jeden Tag besser werden. Wir wollen jeden Tag einen Schritt nach vorne machen. Und ich habe diese Bereitschaft, ich spüre jeden Tag diese Bereitschaft von meinem Team. Und dann macht mir unglaublich viel Freude, so zu arbeiten. Und darum bin ich sehr glücklich. Letztes Jahr war sicher viel Energiekurs, oder? Das ist normal mit so einer langen Saison. Wir haben eine super Rückrunde gemacht und wir haben das Gefühl, ich habe ein bisschen frischer Wind, frische Blut ins Team. Es sind neue Dynamiken, die Gruppe kann noch einen Schritt nach vorne. Und so ist es. Man braucht ein bisschen Zeit, damit alles noch rund läuft. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, die Bewusstheit der Mannschaft gegenüber einem Jahr, oder, ist sicher, wir sind sicher bewusster, wir spielen auch bewusster auf dem Platz, wir trainieren auch mit mehr Bewusstheit und das ist schon ein guter Schritt gegenüber letztes Jahr. Die Integration von den neuen Spielern geht sehr, sehr schnell. Das ist ein Verdienter von den Spielern. Oder? Das Umfeld bei FC Thun ist sehr familiär. Die Spieler wissen, die schon da lange Zeit sind und sie machen viel, damit die Spieler so schnell wie möglich integriert werden. Aber auch gleichzeitig, die Spieler, die sich haben auch den Schritt in unsere Richtung. Wir haben auch Menschen geholt, die auch in unsere Spielphilosophie passen. Darum, die Sache ist einfach sehr, sehr schnell gegangen. Carouche haben wirklich eine tolle Saison letztes Jahr gemacht. Haben sie Kontinuität im Team, haben sie wenige Spieler gewechselt in eine Mannschaft, die hat Enthusiasmus, wie jede Mannschaft, die aufsteigt, wie Sion in Super League, gut gestartet. Wir freuen uns. Für uns die Challenge League ist sehr ausgeglichen. Darum die Qualität der Liga gleicht sehr, sehr gleich aus. Und jedes Spiel wird nicht einfach sein. Und am Schluss wird die Kontinuität ist sehr wichtig sein und dort wollen wir gegen Carouche natürlich wieder auf Siegkurs zurückkommen.